Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Ranger Spuren des Lichts. Im letzten Part ist es uns endlich gelungen, Julian zu retten. Und heute möchte ich ganz gerne einige Aufträge mit euch erledigen. Es müssten so 6 Stück sein, wenn ich mich nicht verzählt habe, die ich ganz gerne heute in Angriff nehmen möchte, bevor es weitergeht mit der Story. Und den ersten Auftrag haben wir am Ende vom letzten Part hier bereits gesehen. Von daher gesehen, mal schauen. Und plötzlich ist Julian weg. Wir haben ihn einfach von der Klippe gestoßen ins Nichts oder ins Meer. Du, Ranger, sag mal, ist es wahr, dass du das legendäre Pokémon Entei herbeirufen kannst? Du kannst also tatsächlich auf dem legendären Entei aufsitzen und riesige Felsbrocken zerstören, während du auf ihm herumreitest? Das wäre dann genauso wie in diesem Wiegenlied. Ist das nicht der absolute Wahnsinn? Also ich finde schon. Wenn du, der legendäre Ranger, so auf Entei reitest, wirkst du gleich wie ein richtiger Held. Jetzt hast du den Ranger legendär genannt, obwohl das doch eigentlich nur auf Entei zutrifft. Ey! Merke dir, es heißt das legendäre Entei. Du bist in der Aufregung durcheinander gekommen, Philodilo. Ist mir das echt so rausgerutscht? Übrigens, Ranger, stellvertretend für die Borfobohner, die auf dem Milonda Landweg reisen, hätte ich eine Bitte an dich. Du könntest für uns die großen Felsen beseitigen, die dort den Weg blockieren. Ah, ich weiß. Du meinst die Stelle, an der es manchmal zu Erdrutschen kommt, oder? Das ist von Entei und unserem legendären Ranger doch im Nu erledigt. Ich fände es auch ganz toll, wenn du das erledigen könntest. Scheinbar bin ich doch legendär. Finde ich gut. Du, legendärer Ranger, hör mal. Die Stelle mit den Erdrutschen ist in der Nähe des Milonda Landwegs in den Zwirrwäldern. Ich werde dir den Weg dahin zeigen. Wenn du soweit bist und Entei herbeigerufen hast, sag mir Bescheid. Du hast den Ranger schon wieder legendär genannt. Du willst dir deinen Fehler wohl nicht eingestehen und das jetzt die ganze Zeit so durchziehen, was? Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Also ich finde, es gibt Schlimmeres. Ist doch nicht so wichtig. Zeig dem Ranger lieber, wie er zu der Stelle gelangt, Philodilo. Gut. Da muss ich drücken. Nicht schön, aber selten. Gott sei Dank ist das Programm oder das Spiel da jetzt nicht so anspruchsvoll, was die Linien angeht. So. Wow, wie cool. So wirkst du ganz wie der Held von Oblivia. Heißt das, ich kann davon ausgehen, dass du loslegen möchtest? Natürlich. Der Held von Oblivia macht sich hiermit auf den Weg. Ist ja nett, dass wir da direkt hingebracht werden. Ranger, denk dran, du musst all die Felsen hier beseitigen. Die Dorfbewohner sind sonst geliefert, weil die Wege blockiert sind. Sag mir Bescheid, wenn du alle Felsbrocken zerstört hast, ja? Wenn du mal eine Pause einlegen willst, kannst du mir das auch einfach sagen. Ich glaube, das kriegen wir auch so hin. Jetzt sollte auch klar sein, warum quasi die nächste Fuhre Aufträge erst jetzt verfügbar ist. Weil vorher konnten wir das hier ja nicht machen. Wie auch ohne Entei. Ganz schön viele. Ach, hier kann ich einfach durchlaufen, fällt mir gerade so auf. Auch gut. So. Da sind noch welche, da muss ich mich durchdashen. Felsen, Felsen, Felsen. Also das ist definitiv kein schwerer Auftrag, hier mal so ein bisschen sich nicht mal durchzukämpfen. Einfach hier durchzurennen. Waren das jetzt alle? Mal gucken. Du machst deinem Namen wirklich alle Ehre, Ranger. Du hast Entei ganz ausgezeichnet im Griff. So sah das bestimmt auch damals aus, als der Held von Oblivia auf Entei ritt. Vielen, vielen Dank, legendärer Ranger. Ups, da hat Philodilos kleiner Fehler doch glatt auf mich abgefärbt, was? Ich weiß beim besten Willen nicht, wovon du sprichst. Du, hör mal, du kannst jederzeit vorbeikommen, wenn du willst. Vielen Dank für alles, sagenhafter Ranger. So langsam übertreibt er aber ein bisschen. Sagenhafter Ranger. Lenkst du also doch ein wenig ein, Philodilo? Ach, wie gesagt, ich kann damit leben.
Auftrag geschafft. Das war jetzt mehr Gerede als wirklich Auftrag, aber gut. 10 Ranger-Punkte, sehr schön. Hätten wir das schon mal. Also ich finde die Aufträge eigentlich ganz schön. Die wurden ja im zweiten Teil eingeführt und ich weiß nicht, ich finde, das ist eine sehr schöne Neuerung gewesen. Wie der arme Julian jedes Mal verschwinden muss. Macht der Kräutergeruch eigentlich was aus, Ranger? Also ich vertrage das nicht. Ich finde den Geruch regelrecht stechend. Ich müsste meinem Sohn ein paar Dinge von hier bringen, aber da in seinem Zimmer so ein penetranter Kräutergeruch hängt, kann ich nicht selbst gehen. Könnte ich dich vielleicht damit beauftragen, Ranger? Na klar. Lieferdienst spiele ich auch immer gerne. Damit hilfst du mir sehr. Ich möchte, dass du ihm das hier vorbeibringst. Wo du hin musst, weißt du ja, oder? Woher? Einfach dem Kräutergeruch folgen? Sagt sie uns das jetzt eigentlich nochmal? Du weißt nicht, wo du das Paket hinbringen sollst? Also eigentlich schon, aber ich wollte nochmal wissen, ob sie das sagt. Mein Sohn heißt Picanto und wohnt in Kokonuba. Okay. Wollte schon gerade sagen, wenn du das Spiel nicht kennst, bist du auch ein bisschen aufgeschmissen jetzt. Also zu den Aufträgen, ich finde, das ist eine sehr schöne Sache, dass man nicht wirklich... Die Brücke ist übrigens wunderschön repariert, dass man nicht wirklich von einem Story-Abschnitt in den nächsten stolpert, sondern dass man zwischendurch auch mal wieder so ein bisschen Entspannung hat. Zumindest jetzt am Anfang mit den Aufträgen. Dass man so ein bisschen Routine drin hat, weil ich finde, das Leben eines Rangers besteht nicht nur aus Abenteuern und nicht nur daraus, die Pokénapper aufzuhalten oder wen auch immer, sondern auch einfach mal den Bürgern und den Pokémon zu helfen. Und deswegen finde ich es eigentlich nur realistisch, wenn wir auch mal ein paar Aufträge machen, um quasi so der Routine des Ranger-Daseins nachzugehen. Und vor allen Dingen später werden die Aufträge auch echt anspruchsvoller. Also da muss man teilweise sehr weit laufen und hat schwere Fangversuche vor sich. Also jetzt am Anfang sind die, wie gesagt, noch so ein bisschen, um so ein bisschen Entspannung zwischen die ganzen Story-Abschnitte zu bringen. Und später sind die, glaube ich, Abenteuer genug. Das kann man so sagen. Okay. Noch ein Stückchen weiter. Ich könnte natürlich auch auf Raikou jetzt hier durchsausen, aber ich wollte euch ja noch ein bisschen was zu den Aufträgen erzählen, deswegen passt das schon ganz gut. Also ich finde solche Auftragsparts auch immer sehr spannend. Vor allen Dingen, weil ich finde, dass die Texte bei den Aufträgen auch oftmals sehr schön gemacht sind, mit sehr viel Humor. Deswegen denke ich schon, dass man die machen sollte. Ich habe sie beim ersten Durchspielen von Ranger 3 auch nicht alle direkt gemacht, sondern erst am Ende gebündelt, weil ich einfach wissen wollte, wie es weitergeht, aber prinzipiell finde ich die sehr schön. So, da ist gleich der nächste Auftrag, den könnte ich mir eigentlich schon mal nehmen. Hilfe, Ranger! Ein Bidizer steckt in der Klemme. Es wird vor der Feilblatthöhle von einem Glibunkel durch die Gegend gescheucht. Ich weiß nicht, weshalb es verfolgt wird, aber ich kann das nicht mit ansehen. Bitte hilf ihm schnell! Das ist so schön, dass man in Ranger 3 mehr als einen Auftrag gleichzeitig annehmen kann. Das ging in Ranger 2 nicht, mit der Begründung, man will ja nicht irgendwen vergessen und deswegen darf man nicht alle Aufträge gleichzeitig annehmen. Hier kann man das und das finde ich sehr, sehr schön. Ich würde mal sagen, er wohnt hier, weil hier so ein Kräuterbeet vor ist. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es sieht ganz stark danach aus. Hallo Ranger, was gibt's denn? Was, echt? Du hast ein Paket für mich? Auch ein Stand von meiner Mutter? So. Was ist das denn? Anti-Mief-Spray? Damit will sie mir wohl klar machen, dass ich etwas gegen den strengen Geruch meiner Kräuter unternehmen soll, damit ich besser bei den Frauen ankomme. Wirklich, worüber sich diese Frau Sorgen macht. Wer stört sich schon am Geruch von Kräutermedizin? Außer meiner Mutter, versteht sich. Hoppla, da ist ja auch noch ein Brief. Mal sehen, was die jetzt schon wieder schreibt. So. Mutter hätte anscheinend gern, dass ich sie mal wieder besuchen komme. Darum hat sie mir also dieses Anti-Mief-Spray geschickt. Pichu? Ich hab's. Ranger, könntest du auf dem Rückweg etwas meiner Mutter vorbeibringen? Hätte ich mir gestern nicht den Knöchel verstaucht, würde ich ja selbst gehen. Ja. Ich sollte wirklich besser auf mich Acht geben.
So, das Paket. Könntest du dieses Paket bitte meiner Mutter überreichen? Du kannst dir damit ruhig Zeit lassen, bis du dich wieder auf dem Rückweg machst. Danke, du bist mir eine große Hilfe. Okay. Den einen Auftrag mit Entei hatten wir, den haben wir so halb. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal zur Feilblatthöhle und kümmern uns um Bidiza. Sind hier noch mehr Aufträge irgendwo? Hi Axel, wenn ich jetzt schon mal hier bin. Manchmal sind die auch in den Häusern drin. Dann kann ich die natürlich auf der Karte nicht sehen. Deswegen gucke ich mal einmal. Ah, hier ist sogar tatsächlich noch einer. Was mache ich nur? Oh, hallo Ranger, du kommst ja gerade recht. Mein Sohn arbeitet am Funkturm auf dem Monte Lato Lato. Aber dieser Schussel hat schon wieder sein Mittagessen in der Küche stehen lassen. Ich würde es ihm ja gern vorbeibringen, aber der Aufstieg zum Monte Lato Lato ist dann doch ein wenig zu viel für meine alten Beinchen. Es ist mir ein bisschen peinlich, dich um einen so großen Gefallen zu bitten, aber könntest du meinem schusseligen Sohn vielleicht sein Lunchpaket vorbeibringen? Geht klar. Ach, drei Aufträge gleichzeitig am Laufen, kein Problem. Ich darf nur gleich die Pakete nicht verwechseln, die ich habe. Jemand, der sogar Lieferaufträge für Lunchpakete annimmt, kann kein schlechter Mensch sein. Okay, Julian denkt sich wahrscheinlich auch, meine Güte, was tust du da? Wobei, eigentlich könnte Julian mir auch helfen. Er könnte das eine übernehmen, ich das andere, aber nein. Huch, ja komm, nehmen wir gleich noch den vierten Auftrag gleichzeitig an. Warum nicht, ich bin multitaskingfähig. Kinder und Pokémon sollte man immer mit viel Liebe begegnen. Man muss nur aufpassen, dass man sie nicht verzieht. Man mag es kaum glauben, aber mein Staralili dort hat vergessen, wie man fliegt. Was tut es denn dann gerade, bitteschön? Es bewegt sich nur so viel wie nötig, ernährt sich ausschließlich von Leckerlis und schläft den lieben langen Tag. Es hat seinen Fluchtinstinkt verloren, da es weiß, dass es bei mir sicher ist. Ich fürchte, ich habe es zu sehr verwöhnt. Stara! Hör nur, selbst sein Ruf klingt schlaff wie ein nasser Sack. Hey! So schlecht war die Synchronisation nicht. Und genau da kommst du ins Spiel, Ranger. Ich hätte gerne, dass du meinen Staralili wieder ein bisschen auf Trab bringst, damit er sich wieder daran erinnert, wozu es überhaupt Flügel hat. Ich denke, eine Runde Fang wäre dafür genau das Richtige. Bring das Staralili dazu, vor dir zu fliehen. Sobald es merkt, dass es dir davon fliegen kann, ist dein Werk getan. Was meinst du, könntest du das für mich tun? Ich kann's versuchen. Ich weiß einen Ort, der wie geschaffen ist für eine Runde Fang. Sprich mich an, wenn du soweit bist. Ich bringe dich hin. Okay. Ich bin bereit. Dann mal viel Spaß beim Fangspielen im Teakholzbusch. Du bist fertig, sobald Staralili wieder fliegen kann. Okay. Es sieht schon sehr happy aus. So, da sind wir. Tobe dich nur gut mit Staralili aus. Sagen wir mal, das Spielfeld reicht bis zum Eingang der Feilblatthöhle. Rühr mich einfach an, falls du aufhören willst, mit Staralili Fangen zu spielen. Okay. Wow. Sieht so glücklich aus. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich muss es oben raustreiben. Wenn ich mich recht erinnere. Das ist nur alles andere als einfach. So, jetzt habe ich es bis da getrieben. Was ist, wenn ich jetzt von der anderen Seite komme? Wo ist es denn? Ich glaube, ich habe es nicht weit genug hochgetrieben. Wobei, hier oben ist sowieso eine Sackgasse, fällt mir gerade auf. Und dann renne ich in einen Weberack rein. Weil ich auf die Karte geguckt habe. Gut. Oh, das ging schneller als gedacht. Ja gut, meine Fanglinie ist mittlerweile auch ein bisschen stärker, aber trotzdem. Also hier will ich es ja gar nicht haben. Okay.
Ich glaube, hier sind wir richtig. Stara Lili! Und es ist für immer verschwunden. Oder so. Oh, Stara Lili. So ist es gut. Sehr gut, Stara Lili. Stara Lili! Beiden sind schon irgendwie süß zusammen. Ich habe meinen Stara Lili verhätschelt, anstatt ihm ein Freund zu sein. Das hat es nicht verdient. Aber nun ist alles wieder gut. Danke, Ranger. Bitte, bitte. Stara! So, das war Auftrag 2. Und sogar 15 Punkte. So, dann sollten wir zur Pfeilblatthöhle und zum Funkturm. Dann gehen wir doch erstmal zur Pfeilblatthöhle. Der Funkturm ist ja in der anderen Richtung. Beziehungsweise sobald wir dann beim Funkturm waren, werde ich nochmal eben auf meine schlaue Liste gucken, wie das mit den Aufträgen so ist. Denn ich denke, so ganz unkoordinierter dran zu gehen, ohne zu wissen, welche Aufträge zur Verfügung stehen, ist auch nicht so das Wahre. Deswegen gucke ich da vorher immer so ein bisschen, was ich wo machen kann. Weil das alles auswendig zu wissen, ne? Rette das Bediza. Okay. Willst du mich da gerade anspucken? Das würde ich an deiner Stelle lieber nicht tun. Das war schwer. Und diese Aufträge stehen halt, soweit ich weiß, wirklich erst zur Verfügung, nachdem wir Entei gefangen haben, obwohl die alle nicht sonderlich schwer sind. Aber das Spiel ist ja halbwegs lang, deswegen da kommen noch genug harte Aufträge. Bediza ist verschreckt. Versuche es zu beruhigen. Jawohl, ja! PMD lässt grüßen. Das Bediza war sogar anspruchsvoller zu fangen als das Glibunkel, man glaubt es kaum. Oh, es freut sich. Danke, dass du dem Bediza geholfen hast. Ich weiß jetzt auch, wieso das Glibunkel es gejagt hat. Bediza? Sieh dir nur seine Rute an. Es lebt eine Beere daran, die ganz hervorragend duftet. Ich wette, ihr Duft hat das Glibunkel angelockt. Mhm. Was hast du denn, Bediza? Gefällt dir der Duft der Beere? Bediza? So süß. Haha. Oje, diesmal bin ich wohl der Verfolgte. Danke für deine Hilfe, Ranger. Immer wieder gerne. So, Auftrag Nummer 3 für heute. Und warum auch immer Bediza eine W bekommt. Das habe ich nie verstanden. Also es soll wahrscheinlich kein W darstellen, aber trotzdem. Bitte registriere das Muster in deinem Fang kommen. Ich finde, das ist ein sehr schönes W. Die Rune bleibt da sogar stehen. Hm. Okay, dann hätten wir die drei Aufträge schon mal. Dann müssen wir zum Funkturm bzw. zurück nach Villa Diagonal oder kurz vor Villa Diagonal, um dort jeweils die Pakete abzugeben. Das ist jetzt mit ein bisschen Laufweg verbunden. Ich denke, da kann Reiko uns mal ein bisschen helfen. Reiko ist übrigens auch so ein Symbol, was ich einfach reflexartig zeichne. Wenn ich da zu lange drüber nachdenke, dann habe ich keine Ahnung mehr, in welche Richtung welcher Strich geht. Es ist echt nur so reflexartig, dieses Zeichnen. Weiß auch nicht. So, währenddessen schaue ich mal. Wir hatten die Mission mit Entei, also der Auftrag mit Entei. Wir haben Bediza gerettet und wir haben Stara Lili geholfen.
dann haben wir jetzt die Lieferung zurück dahin und das Fresspaket, genau. Alles gut. Ah, zum Funkturm ging es da weiter hoch, ne? Ja, ich glaube hier vorbei. Zu wem mussten wir jetzt eigentlich letztendlich? Zu Taluga? Kann ich immer nachgucken in der Auftragsübersicht. Egal, wir machen hier jetzt erstmal unseren Job. So. Huch, nicht da reinrennen. So, noch ein Stück weiter hoch. Jetzt muss der Funkturm auch so elendig weit weg sein. Was hast du eigentlich zu sagen? Die Reparatur der Antenne auf dem Gipfel dauert noch ein Weilchen. Na gut, wir müssen allerdings trotzdem mal zum Funkturm. Um besagten Sohn zu finden. Ich meine, bin mir aber nicht ganz sicher, dass der ganz oben ist. Das heißt, wir müssten uns hier wieder durcharbeiten. Ich meine, natürlich ist er ganz oben. Was erwartet ihr? Oder? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Moment. Ist der hier überhaupt ganz oben? Nicht, aber es ist eine andere Mission, wo ich ganz hoch muss. Fällt mir gerade so ein. Ich möchte jetzt bitte wieder runter. Moment, bin ich nicht gerade? Ach egal, ich glaube, ich springe immer nur wieder auf die Etage zurück, wo ich war. Nicht noch eine runter. Nee, ich glaube. Ja doch. Ich glaube, für eine andere Mission muss ich da ganz hoch. Oh, ein Lunchpaket. Das ist für mich, Ranger. Es wäre nun wirklich nicht nötig gewesen, dass Mutter dich bittet, extra Lieferservice für dieses Lunchpaket zu spielen. Ist doch keine Tragödie, nur weil ich einmal eine Mahlzeit verpasse. Ja. Es hat da doch gleich mein Magen geknurrt. Also gut, in Wahrheit ist es für mich undenkbar, eine Mahlzeit auszulassen. Ich sollte Mutter wohl dankbarer sein. Und dir natürlich auch. Bitteschön. Gut. Das war jetzt Auftrag Nummer 4, glaube ich. Ich schätze, ich habe wohl doch Hunger. Dann esse ich mal besser, was meine Mutter mir dazu bereitet hat. Mal sehen, was gibt's denn heute Feines? Taubsi! Was soll das denn auf einmal? Ah! Taubsi! Mein Lunchpaket. Gib es sofort zurück. Ranger, das Lunchpaket, das du mir extra vorbeigebracht hast. Ich war nur für eine Sekunde abgelenkt, schon als ein Taubsi es gemopst. Du bist der Einzige, der mir mein Lunchpaket wieder beschaffen kann, Ranger. Für den Auftrag. Ja, wir haben gleich noch einen angenommen, mussten wir, glaube ich, da hoch, wenn ich mich richtig erinnere. Habe ich spontan ein bisschen was verwechselt. Na gut. Dann jetzt aber. Bin ich nicht gerade schon falsch gelaufen? Ich sollte vielleicht auch aufpassen, wo ich hinlaufe und nicht durch die Gegend gucken, während ich laufe. Das wäre eine gute Idee. Ihr müsst wissen, wenn ich so... ja, einfach nur durch die Gegend laufe und gerade nicht irgendwie was Schwieriges eigentlich mache, dann, also ich steuere ja alles mit dem Touchpen, weil ich das einfach angenehmer finde, weil ich ja auch die Fangversuche mit dem Touchpen mache und so und, ja, also ich steuere, ja, Julian, bitte.
Also ich steuere alles mit dem Touchpen, weil ich mir immer denke, ich mache auch die Fangversuche mit dem Touchpen und ja, wenn ich Hindernisse oder sonst was beseitige, dann mache ich das ja auch damit und deswegen finde ich es immer unangenehm, mit dem Steuerkreuz zu laufen. Ich mache dann ruhig alles mit meinem Touchpen und gut ist. Aber es ist einfach so, wenn ich einfach nur durch die Gegend laufe und nicht gerade Fangversuche unternehme oder irgendwas Bestimmtes anklicken muss, dann gucke ich nicht auf meinem 3DS, während ich das mache, sondern auf meinem PC, weil das Bild da einfach größer ist und weil ich dann einfacher direkt ins Mikro sprechen kann. Weil wenn ich immer auf meinen 3DS runtergucke, dann hört man das natürlich auch. Deswegen gucke ich die meiste Zeit auf meinen PC, während ich mit euch rede. Nein! Das war so knapp mit der Kurve. Weil es ist, wie gesagt, einfach von der Tonqualität her besser und das Bild ist da größer. Wo will ich hin? Auf jeden Fall rede ich gleich weiter. So, auf jeden Fall habe ich jetzt gerade auch die ganze Zeit nicht auf meinen 3DS geguckt, sondern auf meinen PC und habe hier einfach mit dem Touchpad quasi blind gesteuert und das ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee in solchen Momenten, wo man runterfallen kann. Das wollte ich damit eigentlich nur gesagt haben. Aber es ist so zum Spielen irgendwie schöner. Deswegen mache ich es trotzdem. Obwohl es irgendwie dumm ist manchmal. Also den Pokémon Ranger blind mit dem Stift zu steuern, ist nicht unbedingt immer die beste Idee. Egal. So, wo ist jetzt das Taubsi? War das nicht hier ganz oben? Ich dachte. Wobei, ich glaube nicht da, wo Raikou war. Ich glaube, ich muss ein bisschen woanders hin. Die Frage ist, konnte ich hier noch irgendwo anders abbiegen? Huch. Ja. Ich wollte sowieso am Anfang der Ebene wieder anfangen. Aber wenn das hier nicht war, wo war es denn dann? Ich werde jetzt sowas von gegrillt, aber das ist mir egal. Das, wie gesagt, es ist mir gerade etwas egal. Ah, hier musste ich hin. Okay. Kann ja keiner damit rechnen, dass ich in diese kleine Ecke hier muss. Gib mir das Lunchpaket. Die drei Taubsis machen das Ganze auch nicht bedrohlicher. Vor allem, wenn sie nur eine Umkreisung brauchen. Aber gut, bin ich ein kleines Stückchen zu weit gelaufen. Ich kann ja auch nicht alles wissen. Du hast das Lunchpaket zurückerhalten. Muss ich jetzt eigenständig runterlaufen? Nein, okay. Jetzt so im Nachhinein betrachtet, tut es richtig leid, dass ich dich wegen des Lunchpakets dermaßen rumgescheucht habe, Ranger. Entschuldige bitte vielmals. Bevor jetzt noch ein Malheur passiert, esse ich das Lunchpaket mal lieber. Vielen Dank, Ranger. Hätten wir das auch. Aber da der Part jetzt schon wieder sehr, sehr lang ist, der sollte gar nicht so lang werden, aber naja. Das mit dem Lunchpaket hat auch etwas länger gedauert. Würde ich sagen, ich laufe gleich offscreen zurück nach Vila Diagonal und dann können wir da im nächsten Part direkt starten und das Paket abgeben und dann gehen wir zu Taluga und gucken, was dann so passiert. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Ranger Spuren des Lichts und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.